Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Cultures, die Entdeckung Wienlands. Ich mache heute mal was anderes. Ich habe ja gesagt, ich mache das für Einsteiger hier. Das gibt bloß die Mission. Zeige ich heute nicht. Das mache ich mal, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Denn, wenn ich ehrlich bin, ich bin gerade krankgeschrieben, weil ich eine Gastroenteritis habe. Und ich habe halt keinen Nerv für sowas. Ich habe eigentlich Kopfschmerzen. Ja. Wenn ich zwischendrin mal weg muss, da also mal kurz ein Schnitt ist, dann seht's mir nach, dann ja. So, halt, Moment, ich habe mich erklärt. Mehrspielermodus. Es gibt den Cultures Online Server. Mache ich aber nicht. Statt ein Netzwerk spielbar. Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, das war's. Genau. Und zwar gibt es hier nochmal Missionen, und zwar Militärmacht. Startet ein neues Mehrspielerspiel, bei dem es um die militärische Vorherrschaft geht. Da geht es immer darum, das sind schöne Karten hier, aber die werde ich alle nicht spielen. Da muss ich euch sagen, dies müsst ihr selber mal machen. Kämpfe für dich. Immer die Anzahl der Spieler. Wenn ihr keinen anderen... Ups, Eiersrock. Wenn ihr keinen anderen Spieler habt, sind die anderen Spieler auch besetzt. Die haben, genau wie ihr, eine Farm, eine Mühle und eine Bäckerei und einen Brunnen. Die funktionieren auch von Anfang an alles. Und ein paar Soldaten, die machen aber absolut nichts. Die Soldaten essen was, früher oder später besiegt er sie eh, weil die greifen nicht an und machen gar nichts. Wirtschaftsmacht ist das Problem. Es gibt genauso keinen anderen Spieler, aber es gibt... Ich sehe gerade, das sind ja vollkommen die gleichen Karten. Ja. Scheiße, ich hätte vielleicht mal vorher schauen müssen. Okay, wo bin ich jetzt zur Wirtschaftsmacht gegangen? Ja. Ich hätte doch mal vorher schauen sollen, welche Karte das ist. Rückkehr nach Death Valley, die Schatzinsel. Ich muss gerade kurz gucken. Manhattan, die verlorene Stadt. Das ist die Karte von Invasion, sehe ich gerade. Okay, ich mache hier mal ganz kurz einen Schnitt und dann hoffe ich doch, dass ich einen Schnitt mache. Und dann schauen wir einfach mal, welche Karte es ist. Kleinen Moment. Ich mache doch keinen Schnitt. Wie ihr gerade gesehen habt, ist hier erstmal der CD-Player wieder am Arsch. Aber ihr habt gerade gesehen, was wir machen müssen. 20 Schwerter und 30 Eisenrüstung. Das ist nämlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann schauen wir uns mal alle Karten an. Was? Oh. Was? Cultures wird beendet? Nein, 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 das wollte ich nicht. Ist das jetzt abgestürzt? Ach komm schon. Es geht ja gut los. Hallo? Moment. Viele Jahre sind vergangen. So, da sind wir auch schon wieder. So. Ich probiere jetzt mal alle Karten. Ich gucke jetzt mal alle Karten durch. Eine will ich davon spielen.
Das wird auch eine Menge Schneidarbeit, sehe ich gerade. Bei den anderen Karten, das sind dieselben Karten, da geht es nur darum. Bla bla bla, dann... Eine dichte Waldlandschaft an der Küste. An der Küste. Büffel grasen friedlich um einen großen See. Besiedle das neue Land errichtet. Als erste Bevölkerung von 60 Einwohnern. Nun passt mal auf. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Ja, genau. Ich glaube, das ist die Karte, die ich wollte. Ich dachte, die sah anders aus. Ja, lauf doch mal! Ich muss bloß gucken, ob sie ist. Merken wir uns den Büffelsee, weil eine Karte wollte ich nämlich spielen. Ach, wisst ihr was? Wir machen... Ja, aber nur kurz. Ich zeige euch vielleicht einfach nur die Dinger. Mehr Spieler. So, Wirtschaftsmacht. Die Clan-Lords. Das wird echt eine Menge Schneidarbeit. Aber das habe ich mir eigentlich schon denken können. Die Clan-Lords von bis zu 4 mächtigen Familien haben sich auf der Ting-Insel zur Entscheidung eingefunden, um ein für alle Mal die Machtverhältnisse zu klären. Horte als erster 25 Gold, 25 Schwerter in deinem Lager. Kein Problem. So, zum Hauptmenü. Ja, mein Hut muss... Oh, guck mal, viel Spaß bei Culture, das ist sehr interessant. Gibt's auch einen Chat? Ach so, ich vergesse, was noch ganz interessant ist. In diesen Mehrspielerkarten habt ihr hier was, einen neuen Button. Da könnt ihr hier einstellen. Ich biete zum Beispiel Angebot, ich biete Bier. Ich kann Bier nicht anbieten, ich nehme mal irgendwas, was ich habe. Klappt irgendwie hätte ich das anders in Erinnerung. Keine Ahnung. Biete Nahrung, suche Gold. Warum ist da 7? Ah, okay, hier geht's. Achso, ich mach's in die falsche Richtung. Ah, ich verstehe jetzt. So ging's genau. Also ich biete 5 Nahrung für ein Gold, kann man schön mit anderen Leuten handeln, kann man selbst Handelsangebote machen und die Leute können die annehmen. Also wenn sie ihre Händler hierher schicken. Ist ganz cool, aber ich weiß nicht, wie man hier zum Beispiel 5 gegen 7 Gold einstellt oder 7 Nahrung gegen 5 Gold, das geht aus irgendeinem Grund nicht, ich weiß nicht warum. Das ist noch wichtig, okay. Ja, leider. Problem bei diesen Mehrspielerkarten ist, was heißt Problem, ist eigentlich nur gerecht, es gehen keine Cheats. Also ich werde es vielleicht nicht spielen, weil es einfach nicht schneller geht. Wirtschaftsmacht, die Clan-Lords hat man gerade. Die oberen Nordamerikas. Das klingt auch sehr interessant. Aber wir haben sehr viele Karten auf Nordamerika gehabt. Das heißt, es müsste eine ziemlich große Karte sein. Die oberen Nordamerikas. Auf deinem Streifzug durch Nordamerika triffst du auch andere Wikingerstämme. Wer als erster dort... Und wer... Was? Wer war als... Achso, Entschuldigung. Wer war als erster dort? Und wer hat nun die älteren Rechte? Ein Wettstreit soll die Entscheidung bringen. Sammle als erster 75 Holz, 75 Steine und 75 Lehm in deinem Hauptlager. Das sind echt interessante Karten, muss ich sagen. Vor allem, das hier wird relativ schnell entschieden sein, glaube ich. Da würde ich wahrscheinlich die Dinger maximal besetzen mit 3-4... Mit 3-4 Leuten immer. Mehrspielermodus. So, die große Prärie. Kann ich eigentlich auch... Kann ich auch meine Farbe festlegen? Nehmen wir mal die. Ja. Hier kann's... Kann der Hausspieler hinzufügen oder rauswerfen. In diesem Spiel kann kein KI-Spieler hinzugefügt werden. Ja. KI-Spieler gibt's halt nur... In... Na, wenn wir gegen Feinde spielen, aber... wenn wir Krieg spielen, aber wie gesagt, die machen nichts. Die Karten sind wahrscheinlich eher alle gleich und die meisten Karten kennt ihr wahrscheinlich eh schon. Die große Prärie. 4 mächtige Städte in einer endlos weiten Ebene liegen seit Jahrzehnten miteinander im Zwist.
Bisher konnten geschickte Diplomaten den Ausbruch von Feindseligkeiten immer verhindern. Erreicht als erster eine Bevölkerung von 100 Einwohnern. Meinst du, wie viel haben wir denn schon? 43, das heißt, wir brauchen 57 neue Einwohner. Das sollte nicht so lange dauern eigentlich. Interessante Karte. Schön viel vorgebaut. So kann die Stadt aussehen. Zum Lehmbearbeiter hätte ich zum Beispiel nichts hingebaut, das wüsste ich. Ich würde garantiert Krieg miteinander anfangen. Aber das macht es leichter. Wenn ihr den Gegner angreift und die Leute umbringt, dann fällt es ihm schwerer, schnell hohe Bevölkerung zu bekommen. Das läuft ganz anders, als ich es mir vorgespielt habe. Die Monsterinsel. Klingt sehr interessant. Aber in Kaltes gibt es keine. Gibt es nur Menschen, die euch gefährlich werden können und Hunger. Godzilla war hier. Ein grünes, fruchtbares Land gezeichnet von Zerstörung. Erreiche als erstes eine Bevölkerung von 60. Wartet mal, da muss ich erstmal kurz was gucken. Also wir können nur mit doppelter Geschwindigkeit machen, was anderes geht hier nicht. Irgendwie geht es auch verzögert. Ich muss sagen, da finde ich das bei Anno 602 cooler. Weil da kann man einfach die siebenfache Geschwindigkeit einsetzen. Und da kann man vorher entscheiden, ob man das will oder nicht. Oh, das ist ja... Die sind wahrscheinlich einfach nur ein paar zerstörte Gebäude und sonst nichts. Aber ich würde euch echt raten, kauft euch das Spiel mal selber und dann könnt ihr das alles selber anschauen. Okay, ich war nur von diesem Holz hier so angezogen. Macht nichts. Was sollten wir jetzt eigentlich machen? Ach ja, 60 Leute, okay. Das ist bestimmt ganz interessant. Machen wir das nächste. Also wie gesagt, holt euch das Spiel selber und spielt auch mal mit gegen andere, das ist bestimmt lustig. Ich habe es tatsächlich noch nie gegen andere spielen können, weil ich irgendwie niemanden gefunden habe. Ja. Macht aber nichts, das Spiel macht auch so sehr viel Spaß. Die Rückkehr nach Death Valley. Wir kennen es noch. Mit den Azteken. Und den Indianern. 20 Gold sammeln, wahrscheinlich müssen wir es wieder. Ich sehe gerade, wir sind da, wo die Mayas waren. Überlebe im Tal des Todes und erreiche als erster eine Bevölkerung von 60 Bewohnern. Hier waren die Indianer. Quatsch, die Mayas. Mayas gibt es hier anscheinend nicht. Ja, wahrscheinlich sind die anderen Spieler hier, hier und vielleicht hier. Schwer zu sagen. Also, vielleicht war das auch eine Karte mit zwei. Warte mal, ich muss mal gucken, wie viele Spieler das waren. Wahrscheinlich zwei, die anderen waren wahrscheinlich bei den Indianern. Weil ich denke mal, die werden die Spieler so platziert haben, dass es ungefähr ausgeglichen ist. Drei Spieler, ja, okay. Wahrscheinlich wirklich da, wo wir waren und wo die Indianer sind. Die Schatzinsel. Schönes Buch. Habe ich gelesen. Die Schatzinsel. Auf einem kleinen tropischen Eiland, so geht die Sage, liegt der Schatz einer verlorenen Zivilisation. Doch du bist nicht der Einzige, der die Geschichte kennt. Finde das Gold der versunkenen Stadt und schaffe als erster 50 Gold in dein Lagerhaus. Das ist auch mal interessant. Du musst das Gold finden und dann musst du wahrscheinlich ein Lager hinbauen und ich würde wahrscheinlich Türme hinsetzen, damit die anderen alle töten, die dorthin wollen. Oder ich würde das Lagerhaus hinsetzen, einen Träger rein und dann Alarm. Und alle, die kommen, werden umgebracht. Das könnte sehr interessant werden. Ja, Telefon. Und was machen die, wenn... du eine Kaserne gebaut hast. Kann man eine Kaserne bauen eigentlich? Ja, kann man bauen. Wenn einer das ganze Gold in Soldaten investiert hat, dann kann man vielleicht nicht mehr gewinnen. Ja, ist spät geworden. Nee, ich glaube, heute wird es nicht so spät mit meiner Aufnahme, aber es wird sehr, sehr viel Schneidarbeit. Schlacht der Wikingerstämme. 6 Spieler. Ui, das könnte interessant werden. Das ist bestimmt eine große Karte. Oder eine sehr kleine. Der Vorabend einer gewaltigen Schlacht. Baue deine Armee auf für den Kampf. Du bist zu 5 gefährlichen Gegnern in diesem unbarmherzigen Waldland. Erreiche als erster eine Bevölkerung mit 60 Leuten. Ah ja, das erscheint mir jetzt... Ich
muss sagen, das erscheint mir nicht ganz logisch. Weil wäre viel, viel besser, wenn man da eine bestimmte Anzahl an Soldaten haben muss. Aber 60 Soldaten oder so, das wäre mal interessant. Bei Militärmacht geht es immer nur darum, die anderen zu vernichten. Ich fände es auch toll, wenn in den normalen Karten die anderen einfach mit einem handeln, wenn man ein attraktives Angebot macht. 10 Nahrung für ein Holz oder so. Das wäre echt schön. So, Spiel eröffnen. Die Wikinger kommen. Die Wikinger kommen. Eine friedliche Bauernsiedlung hat den Neid von des ärmeren Nachbarn erregt. Nun ist er in sein Drachenschiff am Strand gelandet. Drachenschiff waren die Wikinger-Schiffe, für die, die es nicht wissen. Und hat sich dort häuslich niedergelassen. Schaffe als erster 25 Goldbarren und 25 Rüstungen in dein Hauptlager. Das ist wieder die Karte von Invasion, so wie es aussieht. Oh, Pizza. Aber ich glaube, ich kann die noch nicht essen. Ich hätte jetzt Lust drauf. Kampf um den Goldberg. Kampf um den Goldberg. Die örtlichen Indianer munkeln von einer legendären Goldberg. Finde den Berg und horte im Wettstreit mit den anderen Schatzjägern 60 Gold in deinem Haupthaus. Wird auch, wieder interessant werden, weil wahrscheinlich ist das Ding riesengroß. Aber diese Mehrspielerkarten könnt ihr, wie gesagt, auch alleine spielen. Aber das würde wirklich den Rahmen des Let's Plays sprengen, wenn ich ehrlich bin. Und ich möchte auch langsam wirklich was anderes spielen. Also ich meine, das macht wirklich Spaß, das Spiel, aber trotzdem würde ich gerne was anderes spielen mal. Ich meine, ich könnte es auch nebenbei machen, aber es gibt noch viele, viele andere Spiele, die echt toll sind. Wir sind bald durch. Kämpfe für dich! Übrigens, in dieser Folge werde ich jetzt nur diese Mehrspieler-Sachen hier bringen. Ich werde zwar weiterhin aufnehmen, aber das wird eine andere Folge mit den... Eine ganz kurze Folge wahrscheinlich. Kämpfe für dich selbst. Ein großes, waldiges Areal. Hier leben bis zu 4 Wikingerstämme. Was? Altersherr verfeindet. Ach so, Altersherr verfeindet. Ach so, hat sie mir gerade erschlossen, das Wort. Entschuldigung. Das alte Schlachtfeld ist der Mitte der Welt. Zeugt von einer bewegten Vergangenheit. Doch zurzeit herrscht Frieden. Hört als erste 30 Goldbarren in deinem Lagerhaus. Wahrscheinlich als Vorbereitung für den nächsten Krieg. Und ich wette mal, hier in der Mitte ist alles zerstört. Könnte ich wetten. Also Telefon klingelt, ehrlich gesagt. Manche von diesen Sachen sind kein Grund für Kaltes aufzuhören, wenn ich ehrlich bin. Telefon klingelt, Pizza ist fertig, die Pizza nehme ich mit einem Laptop. Fertig. Leben am Rande Utgards. Ich glaube, Utgard war die Unterwelt. Leben am Rande Utgards. Das Leben am Rande des Höllentores ist hart. Ah, ich hatte recht. Versuche trotzdem als erster 20 Gold und 30... Da ist ein Übersetzungsfehler in deinem Hauptlager zu orten. Möge Loki dir gnädig sein. Armor aus Rüstung. Was? Und hier ist... Was? Es hat nur 50 nach in deinem Hauptlager. Was? Da ist auch so ein Fehler drin, sehe ich gerade. Tja, Fanatics, da habt ihr einen Fehler gemacht. Aber ehrlich gesagt, das finde ich jetzt nicht so tragisch. Okay, es sind 3 Tage um, das ist schon ein Grund, vielleicht mal den Rechner auszumachen. Interessant, der Fehler ist mir nie aufgefallen. Ich glaube, ich habe auch nie alle Karten hier angeschaut, wenn ich ehrlich bin. Manhattan, die verlorene Stadt. Oh, in Manhattan war ich noch nicht. Aber ich habe schon einiges in Amerika gesehen. Nicht viel, aber einiges. Manhattan, die verlorene Stadt. Ein Land der Flüsse und Wälder. Einst stand hier eine mächtige Stadt. Nun ist sie verwaist und die Nachkommen streiten um das Erbe. Ich dachte, die Wikinger waren in der Vergangenheit, aber ist auch egal. Erweise dich würdig und erreiche als erste wieder eine Bevölkerung von 60 Einwohnern. Was ein bisschen traurig für Manhattan wäre. Ja, schlafen ist auch ein guter Grund, den Rechner auszumachen, ehrlich gesagt. Denn ich glaube, ich schlafe auch viel zu wenig.
Nord und Süd, North and South, ist auch so ein altes Spiel von, ich weiß gar nicht mehr, das ist so ein, ich würde sagen fast noch DOS, aber nee, DOS ist es nicht, das Spiel mit der Tastatur ist. Auch ganz lustig eigentlich, aber werde ich wahrscheinlich nicht let's playen. Nord und Süd, also da geht's um, Nord und Südstaaten, um, ach, guckt einfach mal im Internet. Geht's um Sklavenbefreiung. Eine Insel der Gegensätze, im Norden fruchtbare, schwüle Tropen, im Süden. Karge Eismüsse. Was? Ach Mensch. Eine Insel der Gegensätze. Im Norden fruchtbare, schwüle Tropen. Im Süden karge Eiswüsten. Mit bis zu 3 weiteren Inselbewohnern kämpfst du um die Vorherrschaft mit dem Eingeborenen. Erreicht als erster eine Bevölkerung von 60. Ich glaube, das ist die Karte, die ich ursprünglich spielen wollte. Ich will mal kurz was schauen. Ich will bloß mal kurz was schauen, wo die Eingeborenen sind. Denn in dieser Mission könnt ihr auch ohne Gegner verlieren, tatsächlich. Ich muss gestehen, die Mission habe ich auch noch nie geschafft. Aber ich habe mir auch immer viel zu viel Zeit gelassen, weil ich immer dachte, ach, das war bestimmt ein Fehler, dass ich verloren habe. Aber die Eingeborenen zählen tatsächlich auch als Spieler. Das heißt, wenn die vor euch eine Bevölkerung von 60 haben, hast du verloren. Und, aber ich will euch das echt nicht antun, weil maximal doppelte Geschwindigkeit, das dauert echt lange. Dann haben wir hier bestimmt 20 Folgen für die Mission. Und das meiste, was wir hier machen müssen, ich werde wahrscheinlich bloß eine Bäckerei aufbauen und dann werde ich die Leute kontinuierlich Kinder kriegen lassen. Fertig, also die Grundversorgung würde ich machen. Hier, kennen wir ja. Jäger bauen. Diesen Zweig bloß bis hierher. Die Dinger und dann Kinder, 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 Kinder und da würde ich wahrscheinlich allen Leuten einfach eine Frau geben. Damit die Produktion auch richtig losgeht. Ich bin mir nicht sicher, ob das die Folge, ob das die Mission ist. Ich dachte, die waren hier irgendwo. Nee, ich glaube, ich irre mich gerade. Alle erwachsen wahrscheinlich. Ah, mir doch egal. Warte mal, die hier. Ich versuche mal kurz den Cheat. Cheats gehen nicht. Ist echt ein bisschen blöd an den Karten. Ich glaube, ich mache mal noch einen Kundschafter. Ist noch irgendwo eingebunden. Es gab nämlich eine Karte, ist egal, wenn ich sie jetzt nicht finde. Da gab es einen Indianerstamm. Und das Interessante ist, die haben da absolut das gleiche Angebot wie im Markland. Also die dritte Mission, die wir gespielt haben. Und das ist auch, ich glaube, der Dorfaufbau war ziemlich identisch. Also die wollen Holzwerkzeug und geben dafür Geschirr und, oh, ein Schneeberg. Ist auch egal, ich will das jetzt nicht in Länge ziehen unbedingt. Diese Folge, ich meine, die Folge wird wahrscheinlich sowieso ein bisschen länger. Die nächste wird dafür umso kürzer. Ihr könnt es auch eigentlich überspringen, weil die ist nicht wichtig. Ja. Jo. Ah, da ist schon mal der Schnee. Ja. Sende die Speer aus. Das ist doch auch mal eine interessante Art und Weise zu erkunden, wenn ich ehrlich bin. Ist zwar absolut sinnlos, aber was soll's. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sag mal, irgendwie gibt's hier keinen Eingeborenen. Das habe ich noch nie erkundet. Ich habe immer nur einen.
Die sind aber bösartig. Ich muss sagen, das überrascht mich ein bisschen. Okay. Ja, will. Sag der Hansel, den ich hochgeschickt habe. Ja. Okay, es ist wahrscheinlich nicht die Karte, die ich meinte. Ist ja auch egal. Interessant, die gab's böse. Gott, wird das eine Menge Schneiderarbeit. Habe ich auch vergessen, welche Karte das war. Das war nur ein Süd, genau. Ups, Ayers Rock? Ayers Rock. Nach einer langen Irrfahrt weit im Westen stranden vier Langboote an einer unbekannten Küste. Behaupte dich in diesem kargen Land gegen deine Gegner und erreiche als erster in Bevölkerung und 60 Einwohnern. Wie ihr seht, ist meistens ähnlicher. Also die Karten wiederholen sich, glaube ich, ein bisschen immer. Und sehr viele Sachen, auch die Missionen, ändern sich nicht unbedingt sehr stark. So, und das war's bei den Mehrspielersachen. Könnte man hier nicht irgendwas anklicken mal? Irgendwo könnte man eins der Kreuze anklicken und ich glaube... Schade. Ich dachte, ich weiß es noch. Das hier könnte man auch irgendwo anklicken. Warte mal, versuchen wir es mal. Bei der Kampagne vielleicht? Nee. Ich hätte schwören können, dass man das hier irgendwo kann. Oder das hier. So. Dann geht's weiter bei Für Einsteiger.